Es ist 20 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Ingrid Zimmer. Guten Abend. Das sind große Herausforderungen. Und deswegen bin ich sehr froh, wenn zwei Frauen aus der SPD-Bundestagsfraktion an die Spitze des Deutschen Bundestages rücken werden. SPD-Fraktionschef Mützenich hat erklärt, dass die Abgeordnete Bärbel Baas neue Bundestagspräsidentin werden soll und damit Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble im zweithöchsten Staatsamt. Der Fraktionsvorstand stimmte demnach auch zu, dass die frühere Integrationsbeauftragte Aydan Özus Vizepräsidentin werden soll. Bisher war spekuliert worden, dass Mützenich selbst Bundestagspräsident werden will. Er sagte am Abend aber, dass das keine Option war. Weil ich immer gesagt habe, dass ich starke Persönlichkeiten vorschlagen werde. Und mit Bärbel Baas und Aydan Özus habe ich zwei starke Persönlichkeiten vorgeschlagen. Dass dies einstimmig angenommen worden ist, unterstreicht nochmal, dass mein Vorschlag der richtige ist. Als stärkste Fraktion kann die SPD vorschlagen, wer Bundestagspräsident oder Präsidentin werden soll. Viele Frauen in der SPD hatten gefordert, das Amt weiblich zu besetzen, weil der Kanzler männlich sein wird und auch der Bundespräsident ein Mann ist. Der UNO-Sicherheitsrat beschäftigt sich gleich mit Nordkorea. Konkret geht es um die jüngsten Raketentests. Beobachter glauben, dass die Führung in Nordkorea das Land weiter aufrüsten will. Peter Mücke, WDR New York. Nordkorea hatte gestern bereits zum 8. Mal in diesem Jahr eine ballistische Rakete getestet. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur handelte es sich um einen U-Boot-gestützten Flugkörper neuen Typs. Experten werten den Test aufgrund der veröffentlichten Fotos zwar nicht als bahnbrechenden Entwicklungsschritt für das nordkoreanische Raketenprogramm, dennoch sorgt die Nachricht aus Pjöngjang für wachsende Besorgnis in der internationalen Gemeinschaft. Laut UN-Resolutionen ist Nordkorea der Test von ballistischen Raketen untersagt, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Außerdem ist das Land wegen seines Atomwaffenprogramms zahlreichen internationalen Sanktionen unterworfen. Weitere Meldungen im Überblick. Die Bundesregierung will keine Grenzschließungen zu Polen, trotz des Anstiegs der Zahl von Migranten, die über Belarus in die EU kommen. Innenminister Seehofer sagte, Polen habe bereits sehr starke Initiativen ergriffen, um Einreisen zu verhindern. Seehofer warf Belarus staatlich unterstützte Schleusertätigkeit vor. Das Europaparlament verleiht den Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte in diesem Jahr an den inhaftierten russischen Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert und soll am 15. Dezember in Straßburg überreicht werden. Im vergangenen Jahr hatte das EU-Parlament die Oppositionsbewegung in Belarus ausgezeichnet. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf einen stürmischen Donnerstag einstellen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Sturmwarnung für das ganze Land herausgegeben, beginnend um Mitternacht. Das Sturmtief werde von der Eifel über NRW in Richtung Ostwestfalen ziehen. Erst am Nachmittag werde es ruhiger. WDR aktuell. Aus der Region. Im Ruhrgebiet wird ein Millionär gesucht. Ein noch unbekannter Lottospieler hatte vor etwa 2 Monaten 2,4 Millionen Euro gewonnen. Gemeldet hat er sich bis jetzt nicht. Danny Papst, WDRS. Abgegeben wurde der Schein am 3. August. Bei der Ziehung am 25. August gab es den Treffer mit 6 richtigen. 2,4 Millionen Euro wert ist der Schein. Es komme zwar vor, dass Gewinner sich erst später melden, bei einem so hohen Gewinn sei das aber eher ungewöhnlich, heißt es von Westlotto. In den Annahmestellen in ganz NRW fragen die Mitarbeiter jetzt, ob jemand noch alte Spielquittungen zu Hause hat. Im Ruhrgebiet gibt es viele Berufspendler, darum kann der Glückspilz auch woanders leben. Zeit hat er bis Ende 2024. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Ab Mitternacht gilt eine Sturmwarnung für NRW. Es gibt die ganze Nacht Sturmböen, Schauer und Gewitter, die zum Teil auch stark sein können. Es bleibt mild. Morgen viel Regen und zum Teil wieder starke Gewitter, dazu Sturmböen, die örtlich auch sehr stark werden können. Die Temperaturen in Krefeld bis 13, in Bad Salzuflen 14 und in St. Augustin 15 Grad. Das war WDR aktuell.